Hallo, hier die gesammelte Beute der letzten 2 Wochen. Es ist nicht allzu viel geworden. Ich habe ein bisschen im neuen Catrice-Sortiment getrüffelt und habe 2 hübsche Sachen bei TK Maxx gefunden. Aber ansonsten war ich ganz artig und habe nicht wie ein Weltmeister geshoppt. Fangen wir mal mit Catrice an. Da habe ich mir 3 Puderlidschatten und einen Creme-Lidschatten mitgenommen. Eigentlich waren es mal ursprünglich 4 Puderlidschatten. Einen davon, den neuen Plumton, habe ich dann heute retourniert. Das Gute bei DM, man kann Sachen zurückgeben, weil ich mit dem schlicht und ergreifend von der Pigmentierung her überhaupt gar nicht zufrieden war. Der war nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und der zweite Wackelkandidat, dem ich dann heute doch nochmal eine Chance gegeben habe, ist die Nummer 600 Blackwood Forest. Den hatte ich neulich schon mal bei einem Amo ausprobiert und war da nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Deswegen dachte ich mir, ich trage ihn heute nochmal solo, um zu gucken, wie er mir so gefällt. Und da hat er sich ganz gut gemacht. Sieht so aus. Und deswegen durfte er hier bleiben. Aber wie gesagt, mit dem pflaumenfarbenen war ich nicht so einverstanden. Blackwood Forest ist ein Tannengrün, würde ich mal sagen. Also ein dunkles Grün, was eine Tendenz ins Schwarze hat und sich sehr schön für ein Smoky Eye verwenden lässt. Ja, war dann doch noch ganz gut, muss ich sagen. So, und dann gab es 2 helle Töne. Einmal die 450 Oh It's Toffeeful. Der sieht so aus. Ich glaube, den sieht man auf meinem Hautton nicht so richtig gut. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Direkt da neben dem Blackwood Forest. Und dann habe ich noch mitgenommen die 590 Dorian's Gray. Den finde ich wirklich richtig schön. Das ist so ein Grau mit goldenem Unterton. Da muss ich allerdings von NYX den Milk Pencil drunter packen, weil dieser Farbton sonst bei mir irgendwie auf den Lidern, weil ich halt so hell bin, nicht wirklich zu sehen ist, was sehr schade ist. Aber wie gesagt, mit dem Milk habe ich es neulich ausprobiert und da kommt der schon mal wesentlich besser raus. Ich werde jetzt noch ein paar andere Bases testen, ob ich noch was finde, was dann dem Ganzen noch ein bisschen mehr unter die Arme greift, damit es besser auf den Lidern rauskommt. Und das ist manchmal der Nachteil, wenn man so blass ist, dass solche Töne dann nicht wirklich zu sehen sind. Aber ansonsten, so vom Farbton her, finde ich den wirklich wunderschön. Und wenn natürlich jemand irgendwie sehr natürliche Make-ups mag, wo einen die Farbe nicht gleich so anspringt, dann macht sich sowas natürlich auch sehr gut. Ich finde es immer ganz schön, wenn es so ein bisschen mehr Bäm ist, sozusagen. So, dann musste noch der neue Creme-Lidschatten mit, und zwar die 70, heißt Movie Star. Davon gibt es, oder beziehungsweise es gibt auch einen Move-Ton bei den Puderlidschatten, aber der hat mir nicht gefallen. Also komischerweise sah der für mein Farbempfinden viel zu rosa aus, wenn man ihn aufträgt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das eher ein dunklerer Ton ist, so wie der Creme-Lidschatten, aber wie gesagt, zumindest dem Test danach zu urteilen, ging das eher in Richtung rosa und das war definitiv nicht meins. So, wieder ordentlich zumachen, damit hier nichts austrocknet. Und da unten ist der Movie Star. Ja, die restlichen Lidschatten haben mich ehrlich gesagt nicht aus den Socken gehauen. War jetzt farbtechnisch nicht unbedingt meins, also weder diese Orangetöne noch die eher quietschig-grünen sind jetzt, glaube ich, auch noch reingekommen. Fand ich nicht besonders spannend. Deswegen ist es, wie gesagt, bei den dreien geblieben. Dann habe ich mir noch ein Blush mitgenommen und 2 Nagellacke, die für mich eigentlich so mit das Beste an dem neuen Sortiment sind.
Ja, mal kurz die Fingerchen sauber machen, damit ich hier nicht gleich alles wieder voll schmunze. So, als Blush habe ich mitgenommen den Rosenholzton. Das ist die 60 Rosewood Forest. Der gefällt mir sehr gut. Das Einzige, was ich nicht mag, ist diese dämliche Verpackung, die man so schwierig aufkriegt mit den Fingernägeln. So, das ist der Blush. Und der hat einen schönen, dezenten Schimmer. Also, Schimmer kann man es nicht wirklich nennen. Ja, doch, irgendwas ist es schon. Also, nichts Glitzer, nichts Glamour, kann gar nichts. Aber es, also so einen dezenten Schien, der ist nicht total matt, sondern er strahlt halt so ein kleines bisschen. Ich finde es einfach sehr schön. Also, er wirkt dann schön frisch und natürlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich den dann noch mitgenommen. Den Highlighter hatte ich auch beäugt, aber auf der Tatsache, dass ich eigentlich so gut wie nie Highlighter benutze und bei mir ja auch immer noch der Fairy Dust aus der Wonderland LE rumdümpelt, den ich glaube ich auch nur zweimal benutzt habe, dachte ich mir, skippen wir das doch einfach mal. Jo, und die beiden Nagellacke, muss ich sagen, die gefallen mir wirklich richtig gut. Also den dunkleren habe ich jetzt noch nicht ausprobiert und zwar ist das die 900 Steel My Heart. Das sind diese Brushed Metal Effects Lacke. Das ist der dunklere von den beiden Tönen. Die finde ich wirklich ganz toll. Also den helleren, den ich euch gleich zeige, den habe ich auch auf den Nägeln drauf. Mir gefällt dieser Matt-Effekt total gut. Das soll halt so ja, gebürstetes Metall sein. Ich finde, das hat fast so ein bisschen was von einem Stein. Den dunkleren habe ich, wie gesagt, jetzt noch nicht ausprobiert. Aber dafür die 905 Steel My Soul, den habe ich wie gesagt drauf. Das ist so ein schöner, das ist so ein Lavendelgrau mit Goldeinschlag. Ich hoffe, ihr könnt hier ein bisschen was erkennen. Er trocknet wie gesagt matt, deswegen macht es auch keinen Sinn, da einen Topcoat drüber zu machen, sonst ist der Effekt ja im Eimer. Bin mal gespannt, wie lange er jetzt ohne Topcoat durchhält, weil ich normalerweise ja immer einen Topcoat drauf habe. Aber in dem Fall, wie gesagt, würde das eben sonst diesen Effekt ruinieren. Ich bin ja kein großer Freund dieser neuen breiteren Bürstchen, muss ich sagen. Also generell schon von breiten Bürstchen, aber irgendwie arbeitet sich das mit denen von Catrice nicht so gut, finde ich persönlich. Aber ist ja Geschmackssache. Aber der ließ sich ganz gut verarbeiten. Der ist ein bisschen dicker beim Auftrag, finde ich. Aber man kann ihn ja doch ganz gut hinbiegen, ohne dass es Schlieren gibt. Von daher finde ich den wirklich sehr schön. Bin mal gespannt, wie der dunkle jetzt noch so ist. Aber die beiden, ja, sind für mich so das Highlight der Kollektion. Ja, dann habe ich noch ein bisschen bei Essence geshoppt. Und zwar habe ich mir noch mal einen von diesen Eyeshadow Brushes gekauft. Da habe ich mir ja schon vor einer Weile mal einen geholt. Und den finde ich wirklich richtig gut, um Creme-Lidschatten aufzutragen. Und da ich ja jetzt, wie gesagt, gerade noch einen neuen gekauft habe, dachte ich mir, kriegt so jeder Lidschatten seinen eigenen Pinsel. Na? Man könnte ihn zwar auch mal sauber machen, was ich sowieso machen müsste, aber egal. Wenn ich an zwei Tagen hintereinander da drin rumpatsche, dann ja, ist es ganz gut, wenn man zwei verschiedene Pinselchen hat. Nö. Die kosten ja, glaube ich, auch bloß 1,25, also echt ein Schnäppchenpreis. Ich weiß gar nicht, also ich habe ihn jetzt noch nicht mit einem normalen Lidschatten, also einem Puderlidschatten ausprobiert. Kann man ja auch mal testen, aber wie gesagt, für Creme finde ich die echt super. Und dann habe ich mir einen Color & Goo Nagellack mitgenommen. Ja, ich weiß, Essence und ich sind ja bezüglich Nagellacken nicht wirklich die besten Freunde, aber der hier, Chic Reloaded, die 122, das ist dieser Oil Slick Grün-Violette. Vielleicht werden wir ja Freunde. Also die Farbe gefällt mir sehr gut und ich habe ja, seitdem die das Sortiment hier umgestellt haben oder seitdem es die jetzt halt in diesen anderen Verpackungen gibt und so weiter, habe ich ja doch schon so den ein oder anderen positiven Kommentar gehört, was mich hoffen lässt, dass die Qualität der Lacke jetzt auch vielleicht mal ein bisschen besser geworden ist. Wir werden sehen. Und dann muss da nochmal ein Top-Sealer und ein Base-Sealer mit. Das sind ja die beiden, die ich immer benutze. Da kommt mir eigentlich gar nichts anderes mehr ins Haus. Mit denen bin ich wirklich sehr zufrieden. Das Einzige, was mich bei den beiden ein bisschen stört, ist, dass sie relativ schnell, finde ich, so ein bisschen goopy werden.
wenn man ungefähr gerade mal so die Hälfte geschafft hat, mag daran liegen, dass ich mir in der Regel ja nur einmal die Woche die Nägel lackiere. Vielleicht fällt es euch nicht so auf, wenn ihr das öfter macht. Aber wie gesagt, mir fällt es halt auf, dass so nach der Hälfte ungefähr das eben relativ dickflüssig wird und anfängt Fäden zu ziehen und so, das ist dann nicht mehr ganz so toll. Aber da sie nicht die Welt kosten, kann ich das verschmerzen, wenn ich dann die Flaschen nicht ganz alle mache, sondern sie, weiß ich nicht, bei einem Dreiviertel dann weghaue, wenn mir das zu schlunzig wird beim Auftragen. Jo, dann haben wir das drogeriemäßig abgehakt und dann habe ich bei TK Maxx noch zwei Too Faced Lidschatten, und zwar war das irgendeine Kollektion Galaxy bla bla bla. Und zwar habe ich da einmal Moonbeam und Deep Space abgestaubt. Die kommen hier in so einen bulkigen kleinen Pöttchen. Sehen, wenn man sich jetzt noch an die Avenue Creature LE erinnert, auch so ein bisschen aus, so ähnlich aus, so geswirlt. Deep Space ist eben so ein schönes Blau. Blau-schwarz. Jo. Die eignen sich sehr gut für ein Smoky Eye. So, das ist Deep Space. Ich finde, die sehen wirklich, also der sieht zum Beispiel aus wie die Erde von oben, wenn man da so guckt. Sehr hübsch. Jo. Schwupp. Und Moonbeam. Ist ein schönes Dunkelgrün. Also die haben so anteilig, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Schwarz ist oder eher grün, aber jedenfalls sind die doch sehr dunkel, die Töne. Das dann hier eben mit grünen Schlieren drin. Ja. Mal ein bisschen querbeet drüber geschlunzt. Das wäre das Dunkelgrün. Tja. Et voilà. Das gefällt mir auch sehr gut. Die kamen übrigens jeweils 4,99 €, also finde ich jetzt auch nicht die Welt. Ganz witzig, weil ich hatte vor nicht allzu langer Zeit auf irgendeinem Blog schon über diese Too Faced Kollektion gelesen und dachte mir dann, als ich bei TK Maxx so in der Kosmetikabteilung rumgewuselt bin, ey, gucke, schau, euch habe ich doch schon mal gesehen, dann nehme ich euch doch glatt mit. Es gab noch andere Farbtöne, ich glaube ein dunkelbraun und ein violett, aber das hat mich interessanterweise zur Abwechslung mal gar nicht angesprochen. Ja, das war dann schon meine Beute. Eigentlich war ich heute noch auf der Suche nach den neuen Douglas Lidschatten, die sie jetzt rausbringen. Letztes Jahr hatte ich mir ja schon mal ein paar Nagellacke gekauft und fand die wirklich richtig gut. Oder finden sie immer noch richtig gut und auch preismäßig völlig in Ordnung. 4,99 € kam die, glaube ich, oder 4,95 €. Heute, wie gesagt, leider erfolglos auf der Suche nach den Lidschatten gewesen. Die gab es zumindest in dem Douglas, wo ich war, noch nicht. Da bin ich mal gespannt, was für Farbtöne dabei sind und vor allem, was die kosten werden. Da habe ich mich noch gar nicht informiert auf der Seite. Ich hoffe, dass ich die in den nächsten Tagen mal zu sehen bekomme. Da bin ich schon ziemlich neugierig. Ja, dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag und bis bald. Tschüss.